Hallöchen Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wir spielen das Spiel Das Testament des Sherlock Holmes auf der Xbox. Und ich freue mich auf das Let's Play. Das ist das erste richtige Let's Play, was ich mache, wo es ein bisschen kniffliger hoffentlich sein wird. Sherlock Holmes ist ja weltberühmt durch die ganzen Geschichten, die es gibt. Die Filme habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, weil ich jetzt nicht wusste, ob die Filme vielleicht spoilern können. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Das würde ich dann nochmal nach dem Let's Play nachholen, vielleicht sogar zwischendurch. Ja, und wir begeben uns jetzt erstmal in dieses Spiel hinein. Also, das Spiel wird nicht automatisch gespeichert. Bitte regelmäßig zwischenspeichern, das ist wichtig. Das ist gut, dass das genannt wird. Dann gucken wir nochmal in die Option. Da sieht alles gut aus. Steuerung können wir nochmal reingucken. Also, hiermit gehen wir. Inventar öffnen mit Y. Zurück ist klar. Aktion ist auch klar. Perspektive wechseln. Okay. Rennen. Das ist wie bei FIFA. Nächster Gegenstand. Vorheriger Gegenstand mit den beiden Rechts- und Linkstasten. Hauptmenü zurücksetzen. Vorheriger Gegenstand. Nächster Gegenstand. Also, Rennen. Hilfeanleitung. Ja, alles klar. Passt. Und dann gehen wir mal ins Spiel hinein. Wenn ein Hinweis untersucht wurde, wird dessen Symbol grün. Was ist das? Schaut, das ist ein Buch. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Nein, das glaube ich nicht. Ach, hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, fang vorne an, nicht irgendwo in der Mitte. Also beschloss ich, zur Feder zu greifen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir anbot, ihn zum Marquis von Conningham zu begleiten. Watson, mein werter Freund, wir können jetzt gehen und den Marquis darüber in Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte.
Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt. Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr. Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer und alarmiert die Bediensteten. Sie ziehen sich schnell an und eilen zur Tür. Aber sie ist verschlossen und strenger Brandgeruch steigt aus dem Zimmer empor. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquis, Marquis von Conningham, und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. So, da sind wir wieder. Eine längere Szene, die hier gezeigt wurde. Und wir gucken uns einfach mal um und schauen mal, was wir hier so finden. Also, sehen Sie sich in die beschädigte Vitrine genauer an und drücken Sie A. Dann gehen wir mal rüber und schauen uns das mal an. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Gut, also Sie interagieren stets mit A. Nachdem Sie ein Hinweis untersucht wurde, wird das Symbol grün. Bewegen Sie Sherlock Holmes in die Nähe des linken Fensters. Sie sollen dort zwei Hinweissymbole gleichzeitig sehen. Das linke Fenster. Also, da haben wir eins direkt auf dem Fenster und eins darunter. Dann nehmen wir einfach mal erstmal das Fenster. Diese Spuren können nur von einem Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen. So sieht's aus. Dann gucken wir noch das andere Symbol an. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Gut, da stellt sich doch uns die Frage, wie ist der Dieb hier ins Haus reingekommen? Ist er vielleicht durch die Tür rein? Das werden wir sehen. Also gehen Sie zum Kamin. Dort sehen Sie auf der Lupe das Handsymbol. Entdecken können Sie mit A. Dann gehen wir mal zum Kamin. Das ist natürlich auch eine Öffnung vom Haus, wo jemand theoretisch reinkommen kann. Na, komm. Ah, da oben haben wir was. Wenn Sie die Gegenstände in Ihrem Inventar untersuchen oder aktivieren möchten, drücken Sie Y. Das machen wir gleich mal. Und dann haben wir eine Lupe, ein Taschenmesser und Streichhölzer. Ich schau mal gerade. In der Nähe des Flügels liegen einige Notenblätter auf dem Boden. Zum Aktivieren eines Gegenstands, entweder im Inventar selbst oder direkt im Spiel, drücken Sie links breit oder rechts breit. Benutzen Sie die Lupe mit den Notenblättern in der Nähe des Flügels. Hier sehen wir die Notenblätter auf dem Boden liegen. Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier was sehen können mit der Lupe. Aber hier sehen wir einen Handabdruck. Können wir da noch irgendwie was finden, was anderes? Also, die sind verschmutzt. Vielleicht ist hier jemand raufgetreten oder hat versucht, die aufzuheben. Also, hier ist ein ganz klarer Handabdruck. Diese Spuren stammen von einer winzigen Hand. Ich verstehe nicht, warum die Noten voller Ruß sind. Das ist doch eigentlich relativ einleuchtend. Scheinbar wurde hier jemand ins Zimmer mit kleinen Händen reingelassen. Über den Kamin. Und vielleicht sind deswegen die Spuren hier raufgekommen.
Also, wir können mal die Perspektive wechseln. Da können wir dann aus der Ich-Perspektive uns das angucken. Und wir können auch laufen mit dem rechten Trigger. Können wir hier durch die Gegend laufen, was natürlich mit der Perspektive hier nicht gut ist. So, mit Linkstief bzw. dem linken Trigger machen Sie sich Sherlock Holmes sechsten Sinn zunutze. Ihnen wird dann ein Hinweis offenbart, den Sie bisher noch nicht entdeckt haben. Wenn wir das jetzt drücken, Sie können jetzt im Zimmer nach weiteren Hinweisen suchen. Da haben wir zum Beispiel das Aquarium. Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Also, scheinbar ist der Hausherr länger nicht mehr hierbei gewesen. Dann können wir nochmal den Kerzenleuchter anschauen. Na, Kerzenleuchter. Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. An den Marquis höchstpersönlich. Gut. Und dann haben wir hier noch was auf dem Boden liegen. Eine Kerze. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Also, eine Kerze, die vom Kronleuchter gefallen ist. Das passiert ja eigentlich auch nicht alle Tage. Dieses Kronleuchter wird nicht. Das hatten wir. Den Kronleuchter können wir jetzt nicht ansehen. Den können wir hier nochmal gucken. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Ja, das leuchtet auf jeden Fall ein. Dann gucken wir nochmal die Tür nach draußen. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Was ja auch ein Indiz ist, wenn man bedenkt, dass er sich vielleicht die ganze Zeit hinter dem Raumteiler versteckt hat. Dann gucken wir mal, was der sehr verehrte Herr Watson zu sagen hat. Was meinen Sie, Holmes? Untersuchen wir das Zimmer, bevor die Polizei eintrifft. Vielleicht können wir ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Gut, das wissen wir ja bereits. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir ja, wie gesagt, die Vitrine. Hier haben wir noch Rußspuren auf dem Boden. Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Tja, vielleicht war das ja nicht aus Versehen, sondern pure Absicht, dass er hier den Schemel ins Feuer gekickt hat. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Hose nicht schmutzig machen, wenn Sie sie untersuchen. Nicht nötig. Das ist Ruß. Die Bediensteten müssen hineingetreten sein, als sie das Feuer gelöscht haben. Gut, dann haben wir hier oben noch einen Kerzenständer. Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Also, der Dieb hat hier ziemlich gewütet. Und was haben wir hier? Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Ah, vielleicht hat der Täter erst Alarm ausgelöst und dann das Feuer angezündet. Warum, wissen wir leider noch nicht. Das werden wir herausfinden. Der Schrank wurde nicht geöffnet. Dort wurde die Halskette nicht aufbewahrt. Und den Schrank hat der Täter auch nicht untersucht. Was haben wir hier an dem Fenster? Alle Fenster sind geschlossen. Jawohl. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. So, dann gucken wir hier nochmal. Ja, das ist ein guter Hinweis, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. Ah, Mr. Holmes. Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt.
Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika. Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes! Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können? Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Marquis? Hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Ah, ja, gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals danke.
Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. So, Freunde, und ich melde mich nach dieser Video... nach dem Video melde ich mich wieder zurück. Und... ja, wir haben jetzt erstmal gesehen, wie der Sherlock Holmes hier den Fall gelöst hat. Mit der Hilfe von uns natürlich, beziehungsweise eigentlich haben wir den Fall ja gelöst. Und es werden noch viele weitere Fälle kommen, aber ich mache erstmal eine kleine Pause. Und morgen geht es in der nächsten Folge weiter mit Das Testament von Sherlock Holmes. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!